Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Clash Royale Let's Play mit mir am BestLP. Und mein Bruder Peter ist auch damit bei. Hi. Er sitzt nämlich neben mir. Und zwar gibt es gerade bei Clash Royale die Clan-Kampftour. Und da kann man zwei immer gegen zwei, also heißt zwei Clan-Mitglieder aus einem anderen Clan, wo auch zwei Leute spielen. Und wir haben es geschafft, also mein Clan hat es geschafft. Vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer, dass wir die Clan-Kampftour auf Level 10 bekommen. Und die werden wir jetzt in diesem Video öffnen. So, wir ziehen 1620 Gold. Sehr schön, 10 Pfeile, 2 Koboldhütten, 10 Balkuren, 93 Kanonen, 15 Megalakaien, sehr schön, 138 mal den Königsriesen und 2 mal den Bola, naja, also die Kiste hätte ruhig besser sein können, aber es geht im Video, dass wir einen Kleinkampf machen und ich mit Peter Keiner Kawaii, ihr könnt mal seinen Kanal gucken, ist unten in der Videobeschreibung, er macht einen Mist ab und der bekommt ihn jetzt mal so. Mein Bruder Peter spielt das Deck und ich spiele mein Standarddeck. So, Peter, wir gehen auf den linken Turm. Wir ziehen hier. Okay. Wir machen Blitz hier hinten drauf. Super, wir haben schon mal, wie man sehen kann, mehr Schaden gemacht als die. Wir haben schon E-Wesen. Wir haben schon E-Wesen von dem Turm ausgeschaltet. Wir haben die Spiele gegen Domestos und Kira aus dem Clan ZC. Und ja. Da setzen wir die Irrwissen bei dir an. Okay. So, die Irrwissen auf beide an. Ich finde die Irrwissen einfach so mega geil, Leute. Ich platziere mal hier die Felsgolds hin. Das aussieht, haben die keine Latein. Also, können wir durch die Irrwissen nicht da haben. Nee, warte mal. Da ist irgendwas anderes einfach an. Also an sich macht der Modus echt Spaß. Also ich finde ihn super genial. Ich habe auch so oft schon gespielt. Der Nachteil ist. Nee, warte mal, dass da Leute sind. Ich setze mal rechts die Skami ein. Wie gesagt, der Modus ist super. Aber wenn man sich nicht absprechen kann, ist das schon ziemlich schwer, mit einem Modus zu spielen. Ja, jetzt lohnt es sich noch. Sehr schön. Ich kann nicht mehr. Ich muss mal jetzt in die Kamera kommen.
Das ist auch ein Witzen. Machen wir das kleine zum Witzen. Nein. Nein, Peter. Ja, jetzt. Okay. Jetzt können wir bitte. Das ist auch. Oh, was wollte machen? So, jetzt. Schön. Oh, das war aber knapp. Also mit Doppelblitz haben wir unsere Gegner besiegt. Warte, über Zeit für 2 Kronen und wir können noch machen kommen. So, und Klankampf. Warte, ich mach. Lass mal spenden. Das kann man, muss man. Falls ihr auch mal gespannt habt, nächstes Spiel, kommt einfach mal klar, dass kein Platz frei ist und dann können wir gerne mal kämpfen. Wir spielen gegen Lea, LTG und Kolo aus dem Clan Rimini Clan RCC. Oh, Peter, wir brauchen einen. Gegen Jockey und Hauptleiter. Okay, also wir machen richtig Druck, richtig Druck. Also ihr seht auch, es kann auch anders laufen. Jetzt setzen wir Skalen ein gegen die Jungs. Jetzt machen wir Spreche wieder rechts. Ganz nach vorne. Nein. Ich habe schon ein bisschen Schaden rausgeholt, jetzt mache ich den Kugelkopf. Ich hätte da brauchen wir noch, dass ich meine Skeletten anlege. Was machen wir? Dass man die Specke wieder anfängt. Oder so. Kann auch anders gehen. Ja, ein Kampf machen wir noch. Mal schauen. So. Einmal noch. Und jetzt spiele ich mit Miyaki. Oh, ich spiele gerade mit einem anderen solchen Clan. Okay, geht auch. So, wir setzen wieder unser Kobold-Pass ein. Ich weiß gar nicht, gut, welches Stück das geht. Hauptleiter mit. Das ist gut, das ist gut.
aufgenommen haben. Ich muss mal das Feld auch einmal öffnen. Dann haben wir keinen Schaden bekommen. Aber wir haben schon ordentlich Schaden rausgedrückt. Am rechten Korb. Der Golem. Und da ist jetzt die Kanone und die Antenne drin. Wir sitzen hier. Wir haben gegen den Evil 1100 und FAQ, was im Clan Knucklehead. Ich würde sagen, also ich bin relativ vorsichtig. Ich versuche den noch mal rechts zu machen. Nein, mein Internet ist weg. Nein. Ich will nicht auf den Rad jetzt. Unser Teil ist noch mehr leben. Ja. Noch einmal. Also ich glaube, das wird auch immer nicht mehr, wenn ich da unterwegs bin. Ich bin
habe ich, aber ich habe hier Elixier. Also so viele kleine Kippen hier. Aber ey, was für ein Kampf, noch 2 Sekunden, 3 Crowns. Jawohl. So, und das war auch schon wieder der Kampf. Ich hoffe, die 3 Kämpfe haben euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen da. Ich würde mich sehr freuen und schaut mal bei Peter vorbei auf seinem Kanal. Und ja, bis zum Video. Macht's gut, Leute. Und ciao.